Meine Damen und Herren, wenn ich 2000 Jahre alt wäre, ich glaube, dann hätte ich 2000 Jahre auf diesen Moment gewartet, nämlich auf ein Interview mit einem Jünger Jesu, mit Judas. Heißen Sie herzlich willkommen, Judas Iskariot. Jetzt muss ich gleich erstmal fragen, Herr Iskariot oder? Judas. Judas. Judas ist okay. Sie sind in letzter Zeit quasi auf Tour und erzählen über sich an verschiedenen Orten. Warum machen Sie das? Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, also kurz zu beantworten. Nun ist es ja so, dass es ja gewisse Meinungen über mich gibt, Urteile, die vor langer Zeit gesprochen worden sind und immer wieder gesprochen werden. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, meine Version dieser Geschichte zu erzählen, wie ich es erlebt habe. Und ich will jetzt hier nicht wehleidig klingen, darum geht es mir nicht. Ich kann schon was vertragen, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass man nicht immer fair mit mir umgegangen ist. Und darum halte ich Vorträge, um an diesem festgefügten Weltbild ein bisschen zu rütteln. Sie fühlen sich ungerecht behandelt? Ja. Ja, waren Sie schon mal auf Fußballplätzen, in Umkleidekabinen, auf Schultoiletten, in Besprechungsräumen? Und jetzt geht einer, mit dem man nicht konform geht, der vermeintlich die eigene Sache beschädigt, und man sagt zu ihm, du Judas. Und das ist gleichbedeutend mit einem schlimmen Schimpfwort. Kann man das so sagen? Passiert jeden Tag. Und es ist in vielen Ländern gesetzlich verboten und braucht eine besondere Genehmigung, wenn man einem Neugeborenen meinen Namen geben will. Judas. Und ich finde, es ist legitim und man kann den Versuch von meiner Seite aus doch verstehen zu sagen, ich würde gerne an diesem Baum ein wenig rütteln. Gelingt Ihnen das? Gelingt Ihnen das, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Geschichte vielleicht anders war, als man heute so vielfach erzählt? Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich kann ja nicht in die Herzen und in die Köpfe hineinschauen, aber ich habe schon den Eindruck, dass sich gewisse vermeintlich festgefügten Meinungen erweichen lassen. So selbstbewusst bin ich, das zu behaupten. Ja. Ja. Wer sind Sie denn? Erzählen Sie doch mal ein bisschen über sich, Judas. Ich bin ein Mann, der an eine Sache sehr geglaubt hat. Und länger daran geglaubt hat als andere. Und der daraus Konsequenzen gezogen hat. Ich bin ein Mann, der Dinge anfängt und zu Ende bringt. Ich stehe zu meinen Entschlüssen und ich glaube, ich kann behaupten von mir, dass ich ein Mann der Tat bin. Ich tue Dinge. Ich lasse sie nicht einfach an mir vorüberziehen und sperre mich zu Hause mit meinem Frust ein, sondern ich versuche etwas zu tun, etwas in Bewegung zu setzen. Wenn ich das Gefühl habe, die Dinge laufen nicht richtig oder man müsste etwas ändern, dann versuche ich das. Und die Dinge dann zu ändern. Deshalb haben Sie... Also ich bleibe jetzt bewusst sehr allgemein. Ja, aber deshalb haben Sie Jesus ausgeliefert. Jesus war das Beste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist. Das mal vorweg. Und wer hätte es ausgehalten, wenn dieser Mann, an den man alles, an was man glaubt, dranhängt, dieser Mann, der das Wichtigste ist in einem ganzen Leben, plötzlich anfängt, nur noch von seinem eigenen Tod zu reden. Hinnehmen? Ist so. Schicksal? Jesaja? Prophezeiungen?
dann ist das wohl so? Oder versucht man etwas dagegen zu tun? Und ich habe versucht, etwas dagegen zu tun. Das ist nicht gelungen. Aber wir haben vorhin gehört, es gibt eine juristische und eine moralische Schuld. Und ich habe versucht, es nicht hinzunehmen, dass unsere Reise zu Ende geht. Nichtsdestotrotz, Sie haben ihn ausgeliefert und er ist dann am Kreuz gestorben. Ja, das ist mir bekannt. Inzwischen. Ich starb ja einige Stunden vor ihm. Ich wollte auch, dass Jesus nach Rom kommt, aber ich hatte da einen anderen Plan. Ich wollte die Geschichte der Unterdrückung unseres Volkes beenden. Und das wäre nur gegangen, wenn Jesus bei uns geblieben wäre, seine Worte bei uns geblieben wären. Ich wollte die Römer aus unserem Land herauswerfen. Ist das nicht nachvollziehbar? Fremdbestimmt, unterdrückt, wie wir waren? Ist es dann nicht merkwürdig, dass Sie, Judas, in einer Religion, wo der Vergebungsgedanke an allererster Stelle steht, dass Sie der Einzige sind, dem scheinbar nicht vergeben wird? Das ist genau der Grund, warum ich diesen Abend mache, um mit den Leuten darüber zu reden, wie das sein kann. Und wo diese Präjudizierung eigentlich genau herkommt in den Köpfen. Und manchmal, wenn es ein guter Abend ist, dann beginne ich und ich spüre den Permafrost in den Herzen und in den Köpfen und ich sehe die toten Augen, die mich angucken, was willst du von uns? Und am Ende, wenn das ein bisschen geschmolzen ist, dann war es gut, dann war es richtig, das zu tun. Meine Damen und Herren, wir machen an dieser Stelle einen Cut und ich bitte Sie ganz herzlich zu begrüßen den Schauspieler Gunther Heuen. Hallo. Herr Heuen, Sie sind, Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, in einer Paraderolle, jetzt wird ein ganz anderer, in einer Paraderolle, nämlich dieses Judas, es gibt ja mehrere Stücke, eins spielt Ben Becker, Sie spielen ein anderes, nämlich das von Lot Fekemanns Judas, ein Mannstück, und das war kein Text und kein Stück jetzt, also aus Fekemanns, sondern wir hatten so ein bisschen so die Idee, das so umzusetzen. Aus dem Geiste der Lot Fekemanns heraus. Genau, aus dem Geist heraus, ohne dass wir dann Rechte verletzen, weil wir das Stück auf diese Art und Weise vor die Kamera bringen. Sie können sehen, er ist damit unterwegs. Nichtsdestotrotz, wie fühlt man sich, wenn man in diese Rolle des Judas als Schauspieler hineinschlüpft? Ja, das ist schon mal quasi, das ist eigentlich das, was zuerst da war. Also als wir uns dann entschlossen hatten, dieses Stück zu machen, dass ich beim Lesen des Textes, und ich komme sehr übers Lesen, also ich sitze eigentlich wie mein eigener Märchenonkel vor mir und lese mir halt erstmal die Texte so vor, das mache ich immer so, ohne dass ich jetzt gleich sage, ah, das spielst du so und so, sondern erstmal so, was steht denn da? So. Und was mir relativ schnell klar war, und Gott sei Dank auch meinem Regisseur und Freund, dass wir gesagt haben, uns interessiert jetzt nicht, diesen Judas zu spielen, also da irgendeine Figur hinzustellen und zu sagen, der ist so und so. Sondern uns war das klar, dass wir das eigentlich, also dass ich das durch mich durchgehen lassen muss, um das aus mir zu nehmen. Und dass jetzt nicht irgendwie eine Theaterfigur da entsteht, wo man sagt, ach, der ist so und so, sondern dass man so denkt, der Typ ist doch, das ist doch der. Also dass das ein bisschen verschwimmt, diese Abtrennung, diese Trennlinie, zu sagen, aha, da ist die Figur. Und das ist dadurch für mich natürlich ungeschützter als Schauspieler, weil man kann sich ja in der Rolle eigentlich auch ganz gut verstecken. Aber wir fanden es interessanter und ich glaube, es hat sich bewahrheitet, dass das der Richtige, also für unsere Arbeit jetzt, ne, das kann man auch sehr anders machen, es gibt auch Judasse, die kommen da mit aufgeschlagenem Rücken und reden und so, das machen wir nicht.
Weil wir finden, also ich wollte es so ehrlich, wie es irgendwie geht, also sprich, dass ich der Anwalt dieser Figur werde und nicht der Darsteller. Der Anwalt, das finde ich ein gutes Stichwort. Wie fühlt man sich, wenn man den ultimativen Verräter der Weltgeschichte, wenn ich das so sagen darf, die Inkarnation des Bösen, den Sündenbock überhaupt, wenn man den auf der Theaterbühne spielt? Ja. Ist das eine Rolle oder spürt man da was? Naja, dadurch, dass ich, wie ich gerade beschrieben habe, das eher persönlich mache, ist es ja nie ganz gleich. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass das die niederländische Theatertradition eher nicht diejenige ist, weil es ja eine sehr hierarchisch geringfügige Gesellschaft, also die Hierarchien sind sehr flach in den Niederlanden und es gibt eigentlich jetzt nicht so den Gedanken am Theater, da steht oben jemand auf der Bühne, auf dem Kulturen und der sagt uns unten, die wir doof sind, wie das alles so läuft, sondern die reden mit Augenhöhe. Das heißt, in der niederländischen Theatertradition ist es so, dass es sehr viele Stücke gibt, wo die Schauspieler mit den Leuten reden. So, Prinzip Augenhöhe. Und so ist das da auch. Also der kommt rein und sagt zuallererst, ist da irgendjemand hier, der mich nicht kennt? Nein, ja, ist auch egal, es wird sich alles klären. Also das Stück kommt von ganz außen. Also ich muss jetzt nicht gleich, was wir jetzt ja hier so ein bisschen hatten, 2000 Jahre der Verräter sein mitnehmen, sondern ich komme eigentlich erstmal so rein, wie ich so eher salopp. Und wir gehen dann quasi so ins Auge des Taifuns, in den Schmerz, ins Zentrum des Stückes, so im, ja, im zweiten Drittel, letzten Drittel, so. Da wird es dann elementar und da geht es dann auch ans Eingemachte. Aber wenn ich loslege, habe ich das noch gar nicht im Sinn. Sie fangen ja an, also ich habe es vor einem Jahr ja, gesehen, war so begeistert, dass ich gesagt habe, wir müssen reden miteinander. Sie fangen ja damit an, dass Sie sagen, hat einer nicht bezahlt, ne? Yeah. Oder ich glaube, die erste Frage ist, hat jeder bezahlt? Und nachher sagen sie, also Leute, nee, es ist wirklich so, ich fange an, oh, jetzt habe ich was vergessen und dann komme ich wieder und hole die Kasse rein. Weil Judas war ja in manchen Versionen dieser Geschichte, gibt es ja den Punkt, dass Judas offensichtlich der einzige Nicht-Analphabet war. Das wissen ja viele nicht. Der Vater war ein angesehener Kaufmann in Kariot. Und es war Geld in der Familie. Übrigens, die 30 Silberlinge, das sind umgerechnet 600 Euro. Heute plus minus. Und er kam, wie gesagt, aus einer wohlhabenden Familie, also wegen Geld. Die Geschichte ist ein bisschen wackelig. Also da gibt es viele Theorien, die besagen, dass das mit den 30 Silberlingen wahrscheinlich nicht der Grund war. Und Judas konnte lesen und schreiben. Und wie gesagt, es gibt viele, dass er in Jesus und Gefolge eine Art Kassenwart war. Aber wir waren jetzt gerade bei dem Stück nochmal. Naja, und da kommt er mit der Kasse bezahlt, ja. Und darauf nimmt sie Bezug. Und dann sagt er, und das ist die Setzung von dem Stück, Entschuldigung, ich muss jetzt mal abbrechen, sorry Leute, kurze Unterbrechung, aber irgendjemand hier hat nicht bezahlt. Ich habe keine Ahnung wer, ich kann jetzt auch niemanden anschauen, aber irgendjemand hat nicht bezahlt. Und das ist so eine Setzung, das kommt dann thematisch immer mal wieder, so im Laufe des Abends, so. Das ist das mit der Kasse. Geschickt gemacht, glaube ich, ne? Damit also die Leute nicht überfordert werden, sondern auch immer wieder ein bisschen... Ja, und dass es in einer anonymen Masse immer offensichtlich einen Schuldigen geben muss. Jetzt ist Judas nicht der Einzige, also ich finde die vielen Facetten, die in dem Stück angesprochen werden, finde ich also so irre, dass auch zum Beispiel deutlich gemacht wird von Ihnen dann als Judas, ich bin ja nicht der Einzige, der Jesus verraten hat. Ja, das ist so eine Sache, das ist halt Petrus dreimal verleugnet, die anderen rennen alle weg. Ist das jetzt zum Ende mit einer Sache bis zum Ende dabei bleiben? Das Volk, hunderte von Malen geschrien, lass Barabbas frei, kreuzige Jesus, kreuzige Jesus, kreuzige Jesus. Von den Römern wollen wir gar nicht reden, denen war es ja eher, auch wahrscheinlich eher wurscht. Und die Frauen, die an Jesus oder mit Jesus dabei waren, die hatten de facto einfach keine Macht damals. Die konnten nichts tun. Und jetzt in dieser Gemengelage sagt man plötzlich, aber der eine ist schuld. Der ist schuld. Die Frage geht natürlich weiter, man kann da theologisch darüber nachdenken, was wäre denn, wenn Judas ihn nicht verraten hätte? Wie wäre denn das Christentum entstanden? Also Jesus ohne Kreuzigung. Die Frage stellen Sie auch im Stück? Ja, natürlich, weil es ist ja, als Frage ist ja immer alles zulässig. So.
Und die Antwort bleibt auch im Stück aus. Ich kann Ihnen sagen... Nein, es gibt keine endgültigen Antworten oder so. Aber was schon passiert ist, dass man danach über diese Figur Judas, man guckt da anders drauf. Das glaube ich schon. Wollte ich gerade bestätigen. Wir waren zu acht durch Zufall halt eben in dieser Aufführung, haben wir einen kämpfenden, einen schreienden, einen tobenden, einen in sich gekehrten, einen schwitzenden Judas. Danke dafür. Erlebt, großartig. Und das Irre war, wir haben, ich glaube, die nächsten zwei Stunden haben wir über dieses Stück diskutiert. Also ich finde es fantastisch, muss ich einfach sagen. Kompliment an Sie, wie Sie das rüberbringen. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen wirklich nur empfehlen, schauen Sie sich dieses Stück gespielt von Herrn Heun an oder spitzen Sie Ihre Pfarrer an, dass Sie ihn in die Pfarrei holen. So teuer ist es nicht, das kann man bezahlen, sodass Sie das also dort mal wirklich live erleben können. Wie reagiert Ihr Publikum? Ich falle Ihnen jetzt gerade also vor die Füße, ich knie gerade nieder, aber wie erleben Sie es normalerweise? Also man kriegt ja nicht so viel mit. Aber was schon also auffällig ist jetzt aus meiner Sicht, man hat ja ab und zu mal, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, spielt man mal eine Rolle ganz schön und so. Das kriegen dann vielleicht ein paar Leute mit, kriegt man auch ein bisschen Lob und so. Aber in dem Fall ist es jetzt so, dass, dass ich schon sehr, sehr elementare Dinge erlebt habe. Also mich hat zum Beispiel eine Frau mal nach einer Vorstellung gefragt, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht klatschen, ist das okay für Sie? Weil ich finde, was Sie da gemacht haben, das ist jetzt einfach nicht mal damit irgendwie abgetan, sondern Sie haben mein Herz und meinen Kopf angefüllt, ich muss jetzt erstmal zwei Tage Pause machen und darüber nachdenken. Und das ist natürlich ein großes Kompliment, das übrigens zu 80%, ja, also ich bin schon bereit, ein Lob anzunehmen, wenn ich es verdient habe, aber das liegt schon auch an der Lot Wekemanns, die einfach einen fantastischen Text geschrieben haben. Ich habe es jetzt 60 Mal gespielt, es wird nicht schlechter, es wird nicht dünn, es wird nicht brüchig oder so. Das ist einfach ein Wurf, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Stück. Sie haben, ich bin ja nur der Anwalt. Ja, ja, Sie sind nur der Anwalt, aber der Anwalt hat auch was ganz anderes gemacht. Sie haben... jetzt finde ich meinen Zettel nicht so schnell, aus heiterem Himmel haben Sie mitgespielt, bei Soko München haben Sie mitgespielt und natürlich am Theater Wilhelm Tell, Othello. Tartuff. Wilhelm Tell kommt jetzt im Sommer in Schwäbisch Hall auf der großen Treppe. Gibt es da Unterschiede, gibt es da Lieblinge? Ist der Judas dann was Besonderes in diesem? Ja, der Judas ist schon was Besonderes, also da kommen ein paar Dinge zusammen. Einerseits, wie gesagt, ein ganz tolles Stück, also ein Geschenk, finde ich, für mich immer noch. Ich spiele es auch wahnsinnig gern, bin auch immer aufgeregt vorher. Und das war mein erstes Solo. Man weiß ja nicht mal ganz ehrlich, ob man das kann. Da eine Stunde stehen und irgendwas erzählen und die Leute, wie lange ist denn das jetzt noch? Boah, ey, das ist ja langweilig. Man weiß es ja nicht. So kann es ja auch laufen, dass die Leute sagen, boah, hey, das war die härteste Stunde meines Lebens oder so. Ne? Also, das ist jetzt Gott sei Dank mir nicht passiert. Und dass man das erstmal kann, dass die Leute einem so eine Stunde da irgendwie am Kittel bleiben, so, das ist erstmal gut. Und für mich persönlich so jetzt schauspielerisch habe ich da wahnsinnig viel über mich gelernt. Also insofern ist das auf jeden Fall eine meiner Lebensrollen. Das ist jetzt schon klar. Weil man weiß ja immer nicht so, ne, was noch so kommt und was so gewesen ist, weiß man schon. Aber ja, aber das war schon, ist schon ein zentrales Projekt gewesen. Ja. Lieber Theater oder lieber Fernsehen? Theater. Das ist so wahrhaftig? Ich kann das, glaube ich, besser. Ich bin da echt so, guten Morgen, hast du die Gurke vergessen zu kaufen? Das sind so Sätze, da tue ich mir echt schwer. Kam aber trotzdem gut rüber gerade. Ne, Sie wissen, was ich meine. So, ne? So, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man jetzt irgendwie die tollsten Filme gleich dreht und dann heißt es halt so Vorabendserienrealitäten und da ist es halt dann die vergessene Gurke oder so. Ne? Also, das ist halt dann eine Geschmackssache. Ich meine, dafür zahle ich ja quasi auch, bezahle ja insofern, als dass ich sehr viel schlechter verdiene als die Kollegen, die das machen. Das lassen wir jetzt so stehen. Ja. Don Camillo haben Sie einige Male gespielt. Ja, den spielen wir jetzt auch wieder, auch in Schwäbisch Hall, weil das letztes Jahr so ein großer Erfolg war. Ja. Den Camillo habe ich gespielt. Haben Sie ein Faible für Rollen mit Religiosität? Das hat mich ein Bekannter gefragt. Sag mal, spielst du jetzt nur noch so geistliche Sachen? Nee, das ist in der Tat einfach eine Zufälligkeit. Ich habe auch nicht gesagt, ich habe mich nicht drum beworben. Es war auch lange nicht klar, ob ich vielleicht doch auch den Pepone spiele. War wirklich lange ein schwebendes Verfahren und dann wurde ich doch Camillo. Und wenn man so in Ihr Herz reinguckt, sind Sie eher Don Camillo oder eher Pepone? Naja, politisch bin ich dann, glaube ich, schon eher so links unterwegs. Also Pepone? Naja, vielleicht nicht
nicht so krass. Dieser 50er-Jahre-Kommunismus, das ist ja alles schön und auch sehr romantisch, aber natürlich watscht einen da die Realität natürlich ein bisschen aus den Träumen raus. Aber also ich würde sagen, beides. Was ich gut finde bei den beiden ist, und da sind wir auch bei Ihnen wieder, Humor. Die beiden rettet permanent auch ihr Humor. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, wenn man da so in den Grabenkämpfen um die Deutungshoheit im Dorfe irgendwie so tagtäglich ringen muss, dann ist das ganz gut, wenn man auch ab und zu mal drüber lachen kann. Lieber Herr Heun, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viele, ganz begeisterte Besucher. Und, oh, das ist aber nett. Vielen Dank. Ja, im Judas, aber natürlich auch in Ihren anderen Stücken. Ich kann es wirklich nur noch mal sagen, schauen Sie sich gerade den Judas an, meine Damen und Herren. Es ist wirklich ein fantastisches Stück, fantastisch gespielt von Herrn Gunter Heun. Jetzt bin ich verlegen. Vielen Dank, Dankeschön, dass Sie heute bei uns sind. Danke. Unsere Programmdomtasse. Dankeschön. Und auch für Sie gilt, Gott lässt Sie nicht im Regen stehen, wie es hier so schön auf unserem Schirm heißt. Bitte schön. Eine Beschirmung, vielen Dank. Ja, Heun, alles Gute. Danke.